Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. In der letzten Folge haben wir uns nochmal kurz gestärkt, ein bisschen Waffenmunition geholt und jetzt geht es eigentlich nur noch weiter hier, um diesen Theodore zu finden. Ist die Frage, wo der Heint hier ist, ne? Wir werden ihn schon finden. Also wenn ich von hier gekommen. Jetzt wollen wir uns mal orientieren hier. Hier war der Spiegel. Ne, ist ja schon richtig. Dann müssen wir hier längs wieder. Okay. Wo sind wir von da gekommen? Ich weiß nicht mehr. Ja genau, es geht auf jeden Fall höher. Lass mal schauen. Ah, warte. Kurz mal meine Waffen nochmal einschalten. Ein bisschen die Munition aufladen. Und da oben, das kann man noch garantiert. Okay. So. Und hier ein bisschen Munition vergeuden, ne? Ah, da ist wieder einer. Kurz mal warten, wo der hinläuft. So. Hier ist noch Kryo-Kram, was natürlich sehr cool ist für uns. Denn da können wir auf jeden Fall locker die Oder. Die Frage, welchen Weg er kommt da? Und. So. So kann man natürlich auch easy killen. Ist natürlich sehr cool. Wir können auf jeden Fall das Feuer hier ausmachen, oder? Weg hier. Oh. Oh, komm schon. Oh. Mich verarschen? Alter! Verpiss dich! Okay, jetzt haben wir ein bisschen Munition verbraucht hier. Aber ganz ehrlich, was für ein Spacko, ey. So, hängen jetzt hier noch. Jetzt habe ich echt wieder Munition verballert, ne? Das nervt mich so. Immer so viel Munition hier vergeudet, aber kann man nicht ändern. Ob hier noch mehr Leute drin sind? Ich glaube aber nicht. Ach, ich hätte auch einfach hier längs gehen können, fangen wir da auf. Geil. Hat sich wieder gelohnt für mich, um in die falsche Richtung zu laufen. Mann. So, gehen wir hier weiter. Da ist noch einer. Oh, sind jetzt nicht nur einer, sind gleich drei. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, drei am Stück sind natürlich echt blöd. Dann könnte ich mit Munition hier auch nicht was vergeuden, aber das ist irgendwie auch kacke. Warte mal, was ist hier denn? Ach, da ist hier so ein Hi-O-Pi. Kurz mal warten, bis er da in die andere Richtung guckt. Komm schon. Yeah, mit Pistolenmunitionstasche verbessert. Auch nicht verkehrt. Schrotmunition eingesammelt.
Aber ihn da, den müssen wir irgendwie anders killen. Den können wir ja nicht so killen, so wie wir es sonst immer machen. Weil er leider ein bisschen zu stark ist. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Auch einäschern. Ich weiß noch nicht wie, aber den kriegen wir ja schon hin. Ah, verdammt. Oh, komm schon. Okay. Scheiße. Das war natürlich. Ey, ich hätte auch was Kryo-Zeug schießen können, ne? Hört mal rein. Kamen hier aber nicht drei Leute raus? Ah, irgendwas in der Nasche gefunden hier. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Eieieiei, habe ich ein Glück. Noch ein Ding hier? Nehmen wir erstmal hier sowas. Ich wollte gucken, ob der noch lebt. Aber er lebt anscheinend nicht mehr. Na cool, dann war hier gar keiner mehr. Ich dachte, hier wäre noch ein anderer gewesen. Aber der war gar nicht. Hätte ich ja gleich aufs Kryo-Zeug schießen können, hätte ich massenweise Munition gespart. Ich Depp. Nun gut. Okay, so kann man die wahrscheinlich aussperren. Naja, egal. So, hier ist auch noch ein Schalter. Okay, den kann man wahrscheinlich nur ausschießen, aber lass uns erstmal probieren, hier unten längs zu gehen. Ne, den müssen wir ausballern. Mist. Da hinten ist so ein Monster wieder. Oh ja, hier müssen wir irgendwie vorbeikommen gleich. Das ist ganz schön wild. Kurz hier unten längs, um zu sehen, ob man hier das ausstellen kann. An der Seite. Ne, kann man doch nicht. Okay. Hm. Lass uns mal hier ein bisschen was drehen. Ganz schön viel Feuer hier unterwegs, oder? Ich finde das verdammt viel Feuer. Also, kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist hier. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Aber ich glaube nicht. Speichert zumindest einmal hier. Was bedeutet, kann, dass gleich irgendein Super-Freak kommt. Oder, dass wir einfach nur etwas weitergekommen sind. Okay, das war dumm. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ach, verdammt.
Ah, shit. Okay. Bei mir stockt der Ton jetzt die ganze Zeit immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt auch gerade so ist. Er knackt und knarzt immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mal gucken. So, Munition haben wir anscheinend ja nicht mehr. Nur noch in beschissener Form. Dann haben wir noch einen Flammenwerfer. Ich weiß nicht, inwiefern der jetzt uns was bringt, aber das sehen wir dann sehen. So, wir werden bestimmt noch mal irgendwas finden, wo wir müssen uns aufpowern können. Ich hätte auch wieder einfach nur hier hinlocken können, wie ich sehe. Haben sie nicht gemacht. Aber Amy, wo muss ich denn hin? Achso, hier. Hier ist die Treppe hoch, ne? Okay. Oh. Oh. Resonanzpunkt. Muss anscheinend weiter oben sein. Ah, guck mal. Nur dass da sowas gleich auftaucht hier. Wir müssen nochmal hier reingehen vorher, ne? Oh, ich glaube, das macht schon Sinn. Aber richtig viel Schuss und so haben wir nicht. Aber das Gute ist ja, man findet ja eigentlich immer den ganzen Scheiß unterwegs, ne? So, wir stellen auf jeden Fall. Schrotmunition. Also auf jeden Fall. Oh, vier Schrot. Wie lassen wir das nachher stellen? So, 10 Schuss. 10 Schuss sind gut. Achso, weiß gar nicht, ob wir noch an unserer Waffe was verbessern können. Können wir mal schnell gucken. Glaube aber nicht. Ne, gar nicht. Okay. So, aber speichern müssen wir auch. Sonst wird uns das Ganze zum Verhängnis. Bäm. Perfekt. Raus. Okay. So. Lass uns mal reingehen. Jetzt wird's gruselig, glaube ich. Beziehungsweise hart. Nein! Ich finde ihre Frau und ermorde sie vor den Augen ihrer Tochter. Wie schrecklich leiden, wenn ich ihre Nacht töte. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders ist? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie, um das Gebet zu begehen. Okay, da ist schon mal ein. Haben wir genug von. Schon mal rumgucken hier. Ob wir da auch irgendwas einsammeln können. Ich kann auch mal kurz auf die andere Seite. Gleich weiter an. Jetzt gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was man einsammeln kann. Ne, anscheinend nicht. Hm. Es gibt ja auch noch unten irgendwas, ne? Wir gehen mal kurz da runter.
Ha? So, guck mal, was da passiert. Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie sind etwas Besonderes, immer schon gewesen. Darum habe ich sie hergebracht und sie ihren eigenen Raum erschaffen lassen. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir den Kern. Aber natürlich, Sie sind Künstler, Stefano. Das respektiere ich. Aber erst brauche ich das Mädchen. Aha, er war der Freak, der ihn da. So, wir haben mal ein bisschen Leben. Das einverleiben wir uns auch gleich. Wir haben ja noch ein Medizinkit. Können wir nehmen mal eins. Genau, da haben wir noch einen, ne? Perfekt. Jetzt gehen wir hinten durch die Tür und passen, gucken, was geht. Ich weiß gar nicht, ob ich Chancen habe mit einem Flammenwerfer gegen den Typen. Weil der irgendwie Feuer ganz geil findet. Also weiß man nicht. Mal gucken. Gehen wir hier rein. Da steht er. Och, wie so ein Märtyrer, so ein Heiliger. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Ups. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Das habe ich. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann. Erinnern Sie sich an Beacon. Den ersten Teil haben wir nie gespielt, also von daher wissen wir nicht, was da abgegangen ist. Ja, Sie erinnern sich daran. Okay, der sieht irgendwie unfreundlich aus. Ich will aber keine Dings hier, wie heißt das? Keine. Was? Ich hab diese Scheiße satt! Oh! Alter, er ist mal ein harter Typ. Diesmal nicht. Nimm ich die schöne Kettensäge selber mit? Als würde mich das aufhalten. Okay, jetzt bin ich da mit der Kettensäge. Schneiden! Also, ich weiß nicht.
Habt ihr mal den Film American Psycho gesehen? Genau so sah Christian Bale auch aus im Film. Okay. Fick dich. Ach du Scheiße! Jetzt los. Noch ein Psychokiller aus dem ersten Teil oder was? Alter, ist das safe oder was? Machen soll hier. Ah! Lauf! Er läuft nicht! Jetzt aber. Okay. Oh. Ich kann nicht weg. Lauf doch mal, du Affe, ey. Dann läuft er auch nicht. Wir versuchen das Ding zum Laufen zu bringen. Oh, komm schon. Wo seid ihr? Da. Oh, komm schon. Warte. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Lauf doch mal. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Ach du Scheiße, was kommt da denn jetzt raus? Ach bitte. Wer ist der denn? Ach nee. Komm schon. Ah.
Alter, der Tonaussetzer, das nervt doch Hammer. Oh. Ach, komm schon. Nein. Wow, endlich, ey. Blödes Viech. So. Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Wer ist das denn jetzt? Oh, da ist meine gute Frau. Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Oh, ich glaube, ich bin auch... Oh, oh. Gehen wir nach Hause. Nein. Die Macht des Kerns ist mein. Okay. Sie macht einen auf T-1000. Okay. Er hat es nicht überlebt. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Oh. Alter, was geht jetzt ab? Ein Altar in Flammen. Myra? Okay. Huch. Kann ich noch irgendwas machen? Da geht's raus. Hier kann man nichts mehr machen. Hier liegt auch nichts rum oder so, was man irgendwas holen kann. Runter kann ich ja auch anscheinend auch nicht mehr. Na gut, dann gehen wir mal raus. Oh Gott, das hat sich jetzt mit der ganzen Welt angestellt hier. Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Ich kann auf jeden Fall sagen, was ich vorhab. Ich habe irgendwie kaum noch überhaupt irgendwas. Oh, oh. Oh, das geht aber auch ein bisschen... Jetzt macht er einen auf Bruce Willis hier. Stirb langsam. Alles geht, nichts muss. Verdammt. Myra, wo bist du nur? Naja, zumindest sind hier so ein paar eingefroren. Die mögen das anscheinend so. Ah, hier geht's durch. Ah, guck mal, jetzt runter. Da drüben kann man es einsammeln. Geil, geil. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Ich frage, wie wir da rüberkommen. Oh, hier ist auch was. Da ist wieder ein bisschen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen sammeln, damit wir auch was haben für nachher. Was ist das? Das
Sieht aus wie im Wohnzimmer. Myra? Ob sie das auch ist? Ja. Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Ist nicht ganz synchron, der Ton, würde ich mal behaupten. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Oh. Hör auf! Verdammt, du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Ups. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Das würde ich auch gerne wissen. Und das finden wir auch raus. Und zwar direkt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.